Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Oder immer noch Episode. Von Verstehen Sie Spaß? Das kaiserliche und königliche Frühlingserwachen. Ja, ich übergebe dann an dieser Stelle direkt an unseren Spielleiter, den Schinderhannes. Ja, dann einen schönen guten Abend. Erst auch mal von meiner Seite. Ja, natürlich. Mit heute wieder dabei mein Co-Spielleiter und das Regelgenie. Dirty Little Dice, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist gerade nominiert. Ja, dann natürlich die Dame an Bord, unsere Chaoshexe. Guten Abend. Ebenso unseren Herrn Schwarz. Hallo, guten Tag. Und last but not least natürlich unseren Grafen höchstpersönlich. Guten Abend. Ja, wir waren ja nun doch schon eine längere Zeit nicht mehr präsent, möchte ich mal sagen. Es sind sicherlich einige Sachen passiert. So mag das sein. Ja, Herr Schwarz befindet sich jetzt noch immer in der Loge. Er hat da ja Quartier bezogen. Unsere Fräulein Blattner befindet sich zu Hause in ihrem Bett. Und der Graf, nehme ich an, auch in seiner Stadtwohnung. Es ist ein, naja, ein Frühlingstag, wie er im Buche steht, wie man ihn sich wünscht. Es regnet. Das Wetter ist halt sehr durchwachsen. Draußen stürmt es ein wenig. Es ist so richtig ungemütliches Wetter. So gar nicht passend für einen Frühling, aber es muss ja auch alles mal wieder ein bisschen sauber gespült werden, nicht wahr? Es ist Nacht. Ja, Fräulein Blattner, Sie sind alleine zu Hause. Wie alleine? Du bist alleine zu Hause. Dein Vater meinte, er müsse noch auf jeden Fall an diesem Abend etwas erledigen und hat dich dann sozusagen alleine gelassen. Gott sei Dank. An der Stelle, hallo Domi. Hi ho. Ja, ja, also Frau, also ich bin recht glücklich, dass ich da heute mal frei von meinem Vater habe, den ich leider ja ein bisschen enttäuscht hatte. Und er hat sich dann so als Strafe ja angedeiht, mich in Budapest zu begleiten. Ja, ich bin zu Hause. Ja. Hatten wir es jetzt abends oder morgens? Es ist abends, also eher ja, beginnende Nacht. Ja, okay. Sag mir, du hörst die 11 Uhr Glocke. Schon fast nachts, schon Schlafenszeit. Na, du bist eine sehr umtriebige junge Dame. Ja, das bin ich. Ich überlege jetzt gerade, ob ich nochmal Richtung Loge mich bewege oder noch mal brav zu Hause ins Bett gehe. Entscheide mich aber dafür, dann mal in die Loge mich zu bewegen. In der Hoffnung, dass ich meinem Vater nicht über den Weg laufe oder er sich nicht wundert, dass ich noch nicht da bin. Dass du wo nicht bist? Zu Hause, in meinem Bett. Ach so. Naja, er hatte dich ja alleine gelassen, sozusagen. Genau. So quasi. Gut. Du bereitest dich also zum Ausgehen vor, nachts um 11. Na, ausgehen würde ich es ja nicht mal benennen, beziffern. Ist ja abends um 11. Ja, gut, aber ich meine, wie gesagt, draußen ist ein Hundswetter und du gedenkst jetzt. Am liebsten würde ich zu Hause im Bett bleiben, aber man hat ja Verantwortung. Das ist korrekt. Du bist auch total überrascht, als es dann um diese gotterbärmliche Uhrzeit an deiner Tür klopft. Oder beziehungsweise halt an eurer Haustür.
okay. Ich stehe ja eh schon fast in Hut und Mantel da. Das ist richtig. Ich zücke da mal einen Regenschirm. Hat meine Tür einen Türspion? Kein Spion. Nein, nicht so, wie du es kennst. Höchstens kleine Fenster neben der Tür. Ah, okay. Also ich gucke dann durch das kleine Fenster, was halt neben der Tür ist, und schaue, wer da gerade klopft. Das ist ein Mann in, eigentlich Kutscherkleidung, also alles aus Leder, wetterfestes Leder. Naja, bei dem Wetter auch sehr zu empfehlen. Und wahrscheinlich dürfte er zu der recht schwarzen Kutsche gehören, die hinter ihm steht. Den Kutscher kenne ich nicht, ne? Nein. Aber er macht jetzt auch nicht irgendein, also er ist nicht, also er macht keinen Eindruck, als ob er jetzt wahnsinnig aufpasst, nicht gesehen zu werden. Also er steht ganz offen vor der Tür und hofft, dass du da bist oder irgendeiner da ist. Da ich ja ein neugieriges Wesen bin, ich bin ja schließlich eine Frau, zwar vorsichtig, aber neugierig, öffne ich das Fensterchen neben der Tür und frage nach wen er sucht. Zu dieser späten, nachtschlafenden Zeit. Mit einem leichten Akzent, naja, wie halt in Budapest üblich ist. Er sucht nach dir, also. Sofern du voll ein Blattner bist. Laut der Beschreibung, die er hat, scheinst du das zu sein. Er wundert sich nicht mal, dass du irgendwie in Abendklamotten dastehst, beziehungsweise in Ausgehklamotten. Wer schickt denn nach mir? Die Loge. Die Loge, okay. Ja, noch ein Minütchen, ich komme. Du siehst leicht rollende Augen und so ein verständiges eine Minute. Schon recht. Ja, ich mach das Fenster auch zu. Wie gesagt, hab ja meinen Regenschirm eh schon, schnapp mir noch meine Handtasche. Mein Pompadour, wie auch immer. Nein, meine Handtasche. Guck doch mal in den Spiegel, ob alles auch sitzt. Mein Spiegel ja schließlich gepflegt rüberkommen. Greife meinen Schlüssel, mach die Tür auf, schließe, geh durch die Tür, schließe ab. Er ist auch, er ist vollkommen, er bietet dir sogar den Arm an. Auch wenn er klatschnass ist. Ja, ich nehme das Angebot an, öffne den Schirm und versuche auch ihn ein bisschen abzuschirmen. Naja, er hat einen recht breitkrempigen Hut, muss er aufpassen, dass von ihm dort nicht das Wasser irgendwo dir irgendwo auf dein Cape läuft oder so. Aber ja, okay. Ja. Also er öffnet dir die Kutschentür und sie ist leer. Also völlig leer. Setze mich rein und bedanke mich. Ja. Herr Graf. Ja. Es ist abends. Mhm. Es ist 10:45. Nun, ich sitze vermutlich in meinem Studierzimmer und vor mir ist eine Zeitschrift, eine Zeitschrift mit allerlei technischen Ungetümen darin. Und zwar gucke ich mir motorisierte Kutschen an. Sehr interessiert. Denn ich habe gehört, der Gentleman von Welt, der das auf sich hält, fährt jetzt. Und ja, ich gucke mir ein nettes Fahrzeug an, das von der Firma Merki, Promowowski und Schulz in Adamstal in Mähren gebaut wurde. Und zwar einen sogenannten Markuswagen. Oh. Die tschechische Ausführung. Genau.
Und wahrscheinlich versinke ich gerade in den Details wie Pferdestärken, Leistungen und kratze mich am Kopf, nippe an meinem Wein und weiß noch gar nicht, was so viel davon zu halten ist und überlege mir, dass ich doch meinen Diener mal fragen sollte, was ich damit denn anfangen kann mit diesen Angaben, so genau. Ist André bei dir? Nein, André ist vermutlich in seinem Zimmer. Oder wurstelt im Hintergrund irgendwo in den Nebenräumen rum. Und ja. Was hast du denn von diesem technischen Zeug schon verstanden? Oh, nun, eigentlich soll es sehr einfach sein, so einen Wagen zu steuern mit etwas Übung. Und sie sind noch recht teuer, das habe ich auch verstanden. Und sie fahren nicht nur per Pferdekraft, man fährt sie selber. Oder man lässt sich natürlich fahren. Und ja. Hast du keine Bedenken? Ich meine, immerhin lauten ja einige Gerüchte, dass sie so schnell seien, dass ein Mensch das kaum ertragen kann. Diese hohen Geschwindigkeiten. Nun, was ein Mensch kaum ertragen kann. Ich glaube, wir als Ripper sind da schon etwas mehr belastbar für solche Dinge. Und ich müsste darin sitzen, um wirklich festzustellen, ob man das wirklich nicht erträgt. Und vermutlich wird ja auch erstmal der gute André den Wagen steuern. Und ich glaube nicht, dass André da so schnell damit fährt. Na gut. Ich denke, es klopft an deinem Studierzimmer. Vorsichtig, so wie du es von André gewohnt bist. Halt dezent. Herein. Dann André betritt auch in seinem... Wie läuft er bei dir zu Hause rum? Frag mir. Nun, er wird sich eine schlichte Uniform übergeworfen haben, wie sie einem Hausangestellten ziemt. Vermutlich ein bisschen offener. Wahrscheinlich ist einer der oberen Knöpfe gelöst und etwas lockerer. Schließlich, wir haben 10:30, also ja, alles ist in Ordnung. Vermutlich, ja, und ansonsten eigentlich echt. Ja, André teilt dir gerade mit, dass an der Haustür ein Kutscher steht, völlig durchnässt. Mit einer schwarzen Kutsche und man dich bittet, in die Loge zu kommen. Nun gut. André, reicht mir doch bitte meinen Ausgehmantel. Ich erhebe mich, ich trinke noch ein letztes Schluck meines Weines, klappe die Zeitschrift zu und lasse mir dann in meinen Mantel helfen. Jo. Nimmst du André mit oder bleibt er hier? Ich denke, er bleibt hier. Wir haben 10:30 und das, ja, soll ruhig. Schon einmal alles im Morgen vorbereiten und Ja, es ist, also was sich erwartet, ist halt draußen Sauwetter. Ja, da fährt man einen Schirm. Genau, den hätte auch der Kutscher im Zweifel. Ich glaube, ich komme ihm einfach zuvor, indem ich mit meinem Schirm nach draußen spaziere und dann einfach auf die Kutsche losspaziere mit meinem geöffneten Schirm. Ja, es ist eine geschlossene schwarze Kutsche ohne jegliche Verzierung. Und auch dir hält man die Tür auf. Also ganz formvollendet. Die wissen sich zu benehmen. Habe ich den Kutscher schon mal gesehen? Mach mal einen Wahrnehmungswurf. Sehr gerne. Moment. Wo ist der W4? Ich habe mal zwischendurch das Ding... Das Höllengefährt eingeblendet. Ah, sehr gut. Der Markuswagen. Eins oder zwei?
Das ist der Zweier. Nein, ich habe eine 3. Nur an. Also gesehen, also du bist sicher, ihn so direkt noch nicht gesehen zu haben, aber wie gesagt, die Loge ist groß. Ja gut, dann werde ich einsteigen. Jo. Aber ich glaube, na, es regnet, naja. Ich würde versuchen, auf den Weg zu achten, ob wir auch in die richtige Richtung fahren. Wenn ich das anhand von irgendwelchen Wahrzeichen, die ich vielleicht noch erahnen kann, ausmachen kann oder irgendwelchen Fixpunkten. Ja, also alles, was du mitbekommst, das geht direktester Weg in Richtung der Loge. Okay. Herr Schwarz. Jawohl. Was machst du? Es ist 11 Uhr abends. Du bist in einer Zelle in der Loge. Also in deinem Zimmer. Ich wollte gerade sagen. Ja, man nennt es halt Zelle. Das, was man halt so nach dem, was wir so in der letzten Zeit gemacht haben, um 11 Uhr abends tut. Natürlich versuche ich zu schlafen. Ich habe nämlich gehört, ich bin ein ziemlich fauler Sack. Wer hat dir denn das erzählt? Ich weiß nicht. Spricht ihr jetzt IC oder OC? Sowohl als auch. Naja, du kannst es dir fast denken. Es klopft an deiner Tür. Verdammt, wie kann das sein? Ja, ta ta ta. Das ist ja eine überraschende Überraschung. Was für eine Wendung der Geschichte. Kriege ich das denn überhaupt mit? Darf ich das überhaupt mitkriegen? Wahrscheinlich kriege ich das mit. Das kriegst du mit. Dann, Also da reißt keiner die Tür ein, aber es ist schon deutlich. Dann werde ich mich wohl mal irgendwie aus meinem Bett quälen. Ich vermute mal, dass wahrscheinlich das Licht im Flur an sein wird oder der beleuchtet sein wird, deswegen das ist richtig. Sitze ich wohl mal, wahrscheinlich suche ich mal noch meine Sonnenbrille raus, setze mir die irgendwie ins Gesicht und schlurf verschlafen zur Tür rüber. Brauchst du die bei Fackelschein? Ich bin Herzenlicht? Gegen helles Licht, ich reagiere empfindlich auf helles Licht. Okay. Was für ein Fackelschein? Ach ja, die ist ja elektrifiziert. Ja, richtig. Oh mein Gott. 3 Watt Glühbirnen. Ja. Diese Loge ist tatsächlich mit elektrischem Licht so groß. Ausgesetzt. So große Birnen. Aber gut. Du öffnest die Tür? Ja, ich öffne verschlafen die Tür. Naja, vor dir steht Jonathan Harker. Ja. Ich gucke ihn erstmal ziemlich verschlafen an. Also, er macht einen sehr ausgeruhten Eindruck. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich denke, es wäre erstmal sinnvoll, sich etwas anzuziehen. Wann und wo? Wie lange brauchen Sie? Eine Viertelstunde? Halbe Stunde? Eine Viertelstunde wird, denke ich, ausreichen. Sehr wohl. Ich würde sagen, in einer Viertelstunde. Sie kennen die Waffenkammer in der zweiten untersten Ebene? Ja, du kennst sie. Ja, natürlich kenne ich die Waffenkammer in der zweiten untersten Ebene. Ja. Ich muss gerade ein paar Vorräte inspizieren. Wenn Sie mich dann dort aufsuchen würden. Selbstverständlich. Jo, wie gesagt, er ist auch jetzt nicht wesentlich irritiert, aber naja, gut. Also wach, ne? Im Gegensatz zu dir. Ja, wahrscheinlich im Gegensatz zu mir. Voller Blattner. Ja. Yeah. Es dürfte so 20 nach 11 sein und du bist gerade bei der Loge angekommen. Man hat dir auch freundlich die Türen geöffnet.
rausbegleitet. Man hat dir sogar einen Schirm angeboten. Ich bedanke mich. Geh in die Loge. Tür ist da wahrscheinlich offen. Ja. Wenn man mich ja schon erwartet. Ja, man erwartet sie tatsächlich. Oben in der Kuppel. Okay. Dann begebe ich mich mal zur Kuppe. Weiß ich, wo die Kuppel ist? Kuppel ist? Ja. Das ist dieses Glasgebilde obendrauf. Okay. Schon gut. Ja, dann begebe ich mich mal zur Glaskuppel obendrauf auf dem Gebäude. Nein, Spaß beiseite. Begebe mich dahin. Treffe ich irgendjemanden auf dem Weg dorthin? Bekanntes? Also nichts Bekanntes. Zwei Leute, die du auch vielleicht schon einmal gesehen hast. Aber jetzt nichts, also nichts und niemanden, den du zuordnen könntest. Es ist halt, in der Loge ist halt immer was los, ne? Ist ja normal, ne? Einer gut besuchten. Du hast auch alle möglichen Gerüche. Sie reichen wirklich von, naja, Dingen, die du nicht wissen willst, über Essen, über, ja, irgendwas Öliges, über Tran. Holz. Okay. Aber alles nichts Ungewöhnliches, also nichts, was dir jetzt in dieser Loge als ungewöhnlich auffallen würde. Dann begebe ich mich mal weiter bis zur Kuppel, in der Hoffnung, dass ich noch irgendwie ein bekanntes Gesicht treffe. Nein, das erste bekannte Gesicht, was du triffst, ist tatsächlich dann oben an der Kuppel. Beziehungsweise in der Kuppel. Da ist nur eine Person drin. Ach, wie heißt die gute Frau denn? Mina. Mina, richtig. Mina Harker. Ja. Sie hat unter dieser Kuppel tatsächlich so etwas wie ein Fernglas, also ein Teleskop. Sehe ich sonst noch was in der Kuppe? Nur dieses Teleskop oder ist noch was anderes? Regale mit unendlichen Büchern. Ein paar Tische, ein paar, naja, also mach mal, was nehmen wir denn da? Allgemeinwissenswurf? Ja, doch. Ob du die technischen Geräte schon mal gesehen hast, wahrscheinlich. Ja, doch. Okay, allgemein ist Verstand, ne? Verstand, ja. Minus 2, wenn ich es nicht auf allgemein gelevelt habe? Nö. Wo habe ich denn meinen Zehner? Ich weiß nicht, wo du deinen Zehner hast. Also ich habe meine normalerweise im Geldbeutel. Also ich habe eine 9. Also ich habe eine 2 auf dem Zehner und eine 9 auf dem Sechser, also von daher. Jo. Also, astronomische Apparaturen, von welchen, denen man nachsagt, dass sie funktionieren und welchen, wo man nicht so genau weiß, ob sie funktionieren. Also du siehst zum Teil sogar alte sumerische Sternenstäbe und all so ein Krempel. Also beeindruckend. Schön. Also es gibt, es gibt auch genügend Tische, an die man sich auch setzen kann, zur Diskussion. An einem ist sogar, du würdest fast sagen, eine Teetafel aufgebaut. Tee, Gebäck. Was nicht so unbedingt passt. Guten Abend. Ach, wie schön, dass Sie endlich da sind. Sind Sie gut hierher gekommen? Hat man Sie zuvorkommen behandelt? Ja. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert, weil ich war selber auf dem Weg gerade in die Loge. Aber
Man hat mich sehr zuvorkommend behandelt. Ja, so soll es ja auch sein, nicht wahr? Und was halten Sie davon, wenn wir uns... wollen wir uns hinsetzen oder stört es Sie, wenn ich ein wenig weiter meinen Beobachtungen nachgehe? Ich meine, Sie können sich auch derweil setzen und einen Tee trinken vielleicht. Sie können ruhig Ihre Beobachtungen weitermachen, aber was für Beobachtungen machen Sie denn? Oder über was forschen Sie denn? Nun ja, es gibt... Ich bin ja neugierig. Ja, ich hatte vor einiger Zeit eine Abhandlung über ägyptische Sternenkonstellationen und ich versuche selbrige jetzt nachzuvollziehen. Es ist etwas kompliziert. Sie haben völlig andere Namen, wie wir sie zurzeit benutzen. Abgesehen davon stimmt der Winkel hier nicht ganz so mit den Gegebenheiten dort unten überein. Naja, wir sind ja schließlich ein anderer Breitengrad und Längengrad. Das ist richtig. Und dementsprechend ist so manches aufzufinden sehr schwierig, vor allem wenn es sich um bewegte Himmelskörper handelt. Für die Vorhersagen sind bewegte Himmelskörper immer die besseren. Die kommen in einer gleichmäßigen Periode an, ja, das stimmt. Manchmal. Ja, nicht immer, aber manchmal, ja. Ja, ja. Wie geht es Ihnen denn? Wie haben Sie sich denn hier bei uns bisher so eingelebt? Nach diesem furchtbaren, kalten, schneereichen Winter bin ich doch jetzt recht glücklich, dass der Frühling da ist. Und ja, ich muss dazu sagen, Budapest gefällt mir. Von den Möglichkeiten, von der Stadt. Und auch die Universität ist sehr... Wie sind Sie eigentlich hier zu uns hergekommen? Ich bin vor einem halben Jahr, also kurz vor Weihnachten, in der Wiener Loge angesprochen worden, ob ich der Budapester Loge kurzfristig aushelfe. Oder meinen Sie, wie ich zur Loge allgemein gekommen bin? Nun ja, ich meine, wie sind Sie zu den Rippern gekommen? Drücken wir es so aus. Ich habe in meiner Kindheit was Schreckliches erlebt und ich wollte da auf den Grund gehen. Und mein Vater hat immer gesagt, das wären Hirngespinste. Aber dadurch, dass er jetzt alleinerziehend war, bei diesen schrecklichen Erlebnissen ist meine Mutter tödlich umgekommen, bin ich meinem Vater doch sehr schnell und rasch in seine Gelehrtenlaufbahn gefolgt und habe dann auch Studien aufgenommen. Und mein Vater hat es mir dann ermöglicht, halt nach meinem Abitur in London zu studieren. Und da bin ich zu den Rippern gekommen. Sie meinen die Matura. Ich verstehe. Genau. Nun... Vielleicht setzen wir uns doch erstmal. Ja. Herr Graf. Ja. Ja. Du bist gerade in der Loge angekommen. Auch dir wird der gebührende Respekt, also das, was dir zusteht, halt zuteil. Man hält dir wieder einen Schirm hin. Man begleite dich halt in die Loge. Und wovon? Bitte? Und wen führt man nicht? Nun ja, der Kutscher übergibt dich tatsächlich an jemand anderen, einen etwas älteren Herrn. Den hast du auch tatsächlich schon mal gesehen. Du wüsstest zwar jetzt nicht, in welchem Zusammenhang, aber der ist dir definitiv hier aus der Loge bekannt. Du würdest halt sagen, ja, er wird schon Diener in gutem Hause sein. Also er weiß sich auch zu benehmen. Kennt die Gepflogenheiten. Seien Sie mir gegrüßt, Graf Sejengi. Ich darf Sie begleiten.
Abdank. Maurice war der Name? Oh, Sie erinnern sich daran. Danke sehr. Bitte wundern Sie sich nicht. Wir gehen etwas nach unten. Nach unten? Ja, man erwartet Sie in der untersten Ebene. Muss ich da wieder durch diese ganzen Dampfschwaden in der Loge? Also das frage ich jetzt dich, also als Spieler da. Weiß ich das? Eigentlich durch die Arbeitsbereiche eher weniger. Das sind auch sehr unschöne Bereiche, durch die du kommst, aber eher so von der äußeren Gestalt her. Na gut, vorsorglich werde ich doch ein Tuch vor die Nase nehmen und ein parfümiertes Tuch, ein wenig dem Geruch. Hm. Ein parfümiertes Tuch? Bitte? Parfümiertes Tuch? Ja, für den besseren Geruch. Also ich kenne das doch schon in der Loge, dass es da immer, dass die Loge immer etwas russig roch, die letzten Male. Gerade in. Zumindest war das der Eindruck beim ersten Mal. Ach ja. Da ich ja nicht genau weiß, was unten genau bedeutet, vorsorglich zumindest. Wenn ich dann merke, dass wir uns nicht so nah an den Arbeitsräumen begeben, dann wird das Tuch wahrscheinlich ganz schnell wieder verschwinden. Mein werter Graf, ich weiß, es riecht hier nicht besonders gut, aber ich denke, das Tuch werden Sie nicht benötigen, aber bitte, wie Sie möchten. Also du wirst auch durch sehr interessante Gänge geführt. Es wird immer, du hast einfach das Gefühl, es wird älter. Es wird älter, okay. Also du kommst definitiv in Bereiche, die lange, also die viel früher gebaut wurden wie die oberen Teile dieser Loge, also dieses Gebäudes. Dann würde ich neugierig den Blick schweifen lassen, nachdem das Tuch in meiner Tasche verschwunden ist und einfach sehr interessiert. Ja, also du bist dir bestimmt nach ein oder zwei Etagen sicher. Nur, das hier sieht dann eher schon aus wie, es könnte mal Kerker gewesen sein. Irgendwo vermeinst du auch etwas. Groß genug für eine Folterzelle wird es sein. Allerdings ist da auch nichts drin, also Tür steht offen. Wohin bringt ihr mich? Wie ich bereits sagte, man erwartet euch in der untersten Ebene. Die unterste Ebene ist groß? So groß ist sie nicht. Also diese ehemaligen Zellen hier, das ist eigentlich die größte oder der größte und weitläufigste Bereich. Hier wurden früher tatsächlich, nun ja, nennen wir es politische Gefangene untergebracht. Dann lasst es mich so formulieren, wer erwartet mich dort unten? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, es tut mir leid. Ich habe nur die Anweisung, Sie dort hinunterzubringen. Und sie hinterher auch wieder nach oben zu bringen. Nun gut. Also er macht auch einen völlig vertrauenswürdigen Eindruck auf dich. Ja, ja. Ich wundere mich nur etwas über das Verhalten, aber gut. Ja, dann folge ich ihm weiter hinab. Mhm. Also jetzt kommst du definitiv an so einer Etage vorbei. Sagen wir mal so. Irgendwas in deinen... Bei deinen Künsten fängt hier deutlich an zu vibrieren. Also hier sind zwar nicht aktiv, aber hier sind bestimmt einmal irgendwelche Rituale vollbracht worden. Oder ausgetrieben worden. Oder die Leute sind ausgetrieben worden. Das kannst du jetzt halten, wie du willst. Ja, würde ich mich aktiv nach Spuren solcher Rituale umgucken? Irgendwelche halb verblassten Zeichen an den Wänden, irgendwelche Kreidespuren, irgendwelche Kerzenstümmel, die noch irgendwo rumstehen, aber ja, aber ihm trotzdem weiter folgen. Nur sehr neugierig den Blick schweifen lassen.
Ja, also du hast zwei Kammern, bei denen du dir sehr sicher bist, dass da mal ein Pentagramm auf dem Boden war. Irgendwie sehen auch, naja, an einigen Wänden könntest du fast schwimmen. Also du bist nicht sicher, aber entweder hat einer eine Öllampe dagegen geworfen oder irgendetwas anderes, was sehr heiß war. Naja, und du kommst tatsächlich dann auf die sogenannte unterste Ebene. Die unterste Ebene besteht exakt aus, naja, drei Türen. Man erwartet sie in der Kammer vor Ihnen. Ja, dann ich. Ich werde hier warten und tun Sie mir einen Gefallen. Versuchen Sie nicht, eine der anderen Türen zu öffnen. Dann drehe ich an diese Tür, klopfe höflich einmal an und würde dann die Tür öffnen. Naja, da ist wohl jemand drin. Ich weiß nicht, ist derjenige drin? Möchtest du nicht beschreiben, was er sieht? Oh, ich dachte, das überlasse ich dir. Dein Spielzimmer. Deine Raumbeschreibung. Spielleiter, ich bin ja nur Regelfuchs. Ach so, du bist nur Du Regelfuchs. Du bist ein Fuchs. Du bist etwas überrascht. Um es mal ganz höflich zu formulieren, fast ein ordentlich eingerichtetes Büro. Es liegen Teppiche auf dem Boden, es liegt ein, oder es steht ein sehr schwerer, wertvoller Schreibtisch dort. Ein bequemer Sessel auf der einen Seite, ein bequemer Sessel auf der anderen Seite dieses Schreibtisches. Augenscheinlich sind Getränke, Papiere dort drauf. Naja, etwas seltsam sind diese vier Säulen, die du in der Ecke siehst. Stell dir im Endeffekt riesige Kondensatorstäbe vor. Kennst du also so diese Keramikrippen? Weißt du, was ich meine? Nein, aber das weiß der Graf auch nicht. Daher ist fast das schon. Ja, sonst hätte ich gesagt, was an Überlandleitung. Ja, doch, Hier okay. solche Rippen. So, aber die stehen jetzt halt in allen vier. Und, naja, irgendein Apparatismus ist auch noch vorhanden. Ansonsten ist der Raum, er ist hell, allerdings tatsächlich von Öllampen. Und dann blicke ich mal instinktiv nach oben, ob dieser Raum einen Abzug hat. Ja, tatsächlich. Gut, wenn du sagst, ein Büroraum, steht da auch so ein Büroschrank, Sekretär oder sowas für Akten oder ist das einfach nur der Schreibtisch und die Papiere, die in einem für Nein, einen zu sein? das ist tatsächlich was dich wundert. Also es ist halt dieser Schreibtisch. Dann Ah, Herr Tsengis, setzen Sie sich. spricht er mich auf Ungarisch oder auf Englisch an? Englisch, wie du es von ihm gewohnt bist. Ja, wer ist es? Ja, wer ist es denn? Ja. Wir müssen uns unterhalten über Ihren Auftrag bezüglich meiner Tochter. Guten Abend, Mr. Blatt. Ich würde mit dezent an den nicht vorhandenen Hut tippen. Was? Wieso? Hast du ihn abgenommen? Wird im Regenwetter nicht aufgesetzt. Ah, okay. Und würde mich dann resetzen. Beziehungsweise, nein, würde
kann ich erstmal stehen bleiben. Sollen wir erstmal nach Herrn Schwarz schauen? Können wir tun. Ist er nicht? Doch. Schade. Verdammt. Herr Schwarz. Ja. Dann hatte sie zu einer Waffenkammer geordert. Ja, im zweiten Untergeschoss. Naja, kurz. Was bei mir gerade so zwischenzeitlich die Frage aufgeworfen hat, wie viele Etagen hat die Loge eigentlich und gibt es auf jeder Etage eine Waffenkammer? Gegenantwort, du hast keine Ahnung. Geil. Naja, als du dich dieser Waffenkammer näherst, hörst du auf jeden Fall, es klingt so ein bisschen, als ob jemand Baumstämme in die Wand rammt. Das klingt immer gut. Da hätte ich spontan auch Lust zu. Des Nachts um 22:45. Ja, dann werde ich den Raum wohl mal betreten. Ja, ich weiß ja so ungefähr, wer mich da erwartet. Ja. Jonathan Harker halt. Ja, tatsächlich. Er hat ein sehr, sehr interessantes Konstrukt in der Hand. Also, du kriegst gerade schon irgendwie... Och, du würdest auch gerne mal. Also, sieht ein bisschen aus wie eine Armbrust. Geil. Hat nur irgendwie gefühlte 7 Flaschenzüge. Mhm. Und verschießt wirklich Dinge, die so groß sind wie, Baseballschläger. Und das scheint es verdammt gut zu können. Also zumindest so, wie die Wand aussieht. Er muss ein bisschen was probiert haben. Mhm. Okay. Oha. Wie oha? Nur so. Nur so. Nur so. Ah, da sind sie ja, Herr Schwarz. Wie gut. Es stört Sie nicht, dass ich hier ein bisschen inspiziere. Ich mag dieses Ding hier einfach wunderbar. Das haben ein paar Kollegen aus den südlichen Karpaten tatsächlich entwickelt. Sie werden schon verstehen. Ein echter Zerreißer für Vampire. Ich sag's Ihnen. Das sieht auch sehr interessant aus, muss ich sagen. Ja, das Problem, Sie können 10 Schüsse damit abfeuern, danach muss die General überholt werden. Dann ist sie leider völlig unbrauchbar. Dann können sie nur noch werfen. Also mancher sollte wohl auch das können, aber das wäre auch eine Verschwendung. Ich glaube, da sollte noch etwas in die Materialforschung investiert werden. Nun ja, aber sagen wir mal so, wir würden schon 10 Pflöcke verbrauchen. Einer sollte reichen. Ja, aber was macht man, wenn man von 11 Vampiren angegriffen wird? Dann sollte man gut mit dem Schwert umgehen können. Oder schnell laufen. Sie sind sehr lustig. Als ob ein Vampir sie nicht einholen würde. Mich doch nicht. Wie haben Sie es eigentlich mit Ihrem Wissen geschafft, hier bei uns Anschluss zu finden? Tja, da dessen bin ich mir auch nicht so sicher. Das waren alles unglückliche oder glückliche Fügungen des Schicksals. Das eins führte zum anderen und nun stehe ich heute vor Ihnen. Das müssten Sie mir mal ein bisschen näher erläutern. Also, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich habe ein paar Nachforschungen angestellt. Ich will nur Ihre Version hören. Irgendwie legt er da gerade, oder er versucht das Ding wieder zu spannen. Hochkompliziert. Irgendwie 3 Kurbeln und einen Rasten mit beiden Füßen und also dir ist relativ klar, Schnellschuss ist mit dem Ding nicht. Ich beobachte das so ein bisschen mit Erstaunen und auch so ein bisschen Abneigung, sondern ich bin eher gespannt oder eher fasziniert davon, wie lange das dauert, so ein Ding nachzuladen, ob es nicht einfach effektiver wäre, eine Schusswaffe zu verwenden. Mit
entsprechender Munition, aber dann wiederum kommt mir auch wieder in den Gedanken, dass es wahrscheinlich viel mehr Spaß macht, mit so einem Ding um sich herum zu ballern. Auch wenn das ein sehr körperlicher Akt ist, es nachzuladen und das wahrscheinlich nicht für jedermann geeignet ist. Das ist richtig. Aber bei Jonathan bist du dir sicher, auch wenn er gar nicht so wirklich danach aussieht, der echt, muss echt gut durchtrainiert sein. Andersrum stelle ich mir auch gerade vor, den Grafen mit so einem Gerät. Und wie er versuchen würde, es nachzuladen und es zu spannen. Und ich glaube, er würde kläglich daran scheitern. Das kannst du bei Gelegenheit gerne mit ihm diskutieren. Ich weiß ja gar nicht, ob der sowas wissen darf. Also von daher werde ich davon erstmal. Nun, wir werden sehen. Aber mal wieder zurück. Erzählen Sie mir, wie sind Sie hier zu uns gekommen? Ja, den einen Tag sitze ich noch am Feuer wie ein ganz normaler Soldat und alle anderen Wachhabenden der Garnison auch. Und zwei Tage später verübe ich einen Anschlag auf den Hauptfeldwebel, der wohl von irgendwas besessen zu sein scheint, der kurz danach wieder quicklebendig um die Ecke stolziert kommt. Und noch einen Tag später werde ich irgendwo im Nirgendwo von irgendeinem Herrn angesprochen, der mich nach Wien schickt, von wo aus ich weiter hierhin geschickt wurde. Und jetzt bin ich hier. Nun, beginnen wir mal vorne. Also ich kann Ihnen versichern, Ihr Feldwebel oder Hauptmann oder was auch immer, ja, er war besessen. Sie haben da völlig richtig reagiert. Was allerdings uns so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist die Sache mit Wien. Irgendwie kann sich die Loge in Wien nicht so ganz an Sie erinnern. Aha. Aber Sie sind hier. Und was? Nun, Sie haben auch Dinge getan. Naja. Ja, wie gesagt, Ihr Einsatz gegen eine Perchte. Meinen größten Respekt. Also, ich habe schon stärkere Ripper versagen sehen. Nur, was ich jetzt mich ganz ernsthaft frage, was ist eigentlich mit den beiden Priestern passiert? Die sind einfach weg. Keiner hier weiß etwas. Jetzt muss ich sagen, den... Ja, sie waren doch in ihrer Umgebung. Wie hieß er doch gleich? Martin? Diego? Diego, der ist nach der Perchte irgendwann einfach verschwunden. Ja, ja. Wahrscheinlich hat er sich mit irgendeiner seiner verrückten Maschinen selbst das Leben genommen. Liegt wahrscheinlich irgendwo unsichtbar. Aber das sind auch alles nur Spekulationen. Wo er letztendlich abgeblieben ist, das weiß keiner von uns. Und den anderen Herrn, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie sein Name war. Den habe ich das letzte Mal in der Kirche gesehen. Aber Sie müssen zugeben. Bei Herrn Martin bin ich mir eigentlich relativ sicher. Also von ihm, er ist ein Mitglied einer Loge. Also da bin ich mir sicher. Aber zum Beispiel dieser Diego, genau wie Sie, also aufgetaucht und plötzlich weg. Und Sie müssen zugeben, irgendwie verschwinden nur Geistliche bei Ihnen. Naja, was heißt bei Ihnen? Ich habe die beiden auch erst hier kennengelernt. Die waren auch in Wien nicht dabei. Nun ja. In Wien hat man uns nur mit einem Geisteskranken. Was war er nochmal? Arzt?
Ja. Hierher losgeschickt. Mhm. Da war kein Geistlicher dabei. Nun ja, wenn Sie jetzt bitte einmal etwas zurücktreten würden, Sie werden gleich sehen, warum. Und anschließend wird dir klar, warum er auch mit einer Armbrust bequem 30 Vampire erlegen könnte. Das Ding ist so konstruiert, dass sie den Pflock wie Riesenschrapnelle zerlegt. Du hast eine Riesenstreuwirkung und ja, das nennst du beeindruckend. Das Ding macht einen Schaden wie eine Mörsergranate. Ein nettes Werkzeug haben sie da. Du denkst dir gerade, das wäre genauso interessant, als wenn man vor einer Kanone gespannt wäre, wenn sie abgefeuert wird. Das tut mit Sicherheit weh. Fräulein Blattner. Ja. Eine Tasse Tee gefällig? Da bin ich nicht gegen abgeneigt. Milch, Zucker. Wie hätten Sie es gerne? Ein Tropfchen Milch, das war's. Natürlich. Nun, wo waren wir gerade stehen geblieben? Wie Sie hier zu uns gekommen sind? Ja, genau. Also Sie sagten etwas von Wien. Mein Mann und ich haben Kontakt zur Loge in Wien aufgenommen, aber was soll ich sagen? Also, Sie sagen, sie hätte jemand angeworben? Ja. Nun, es gibt dort aber niemanden, der sich erinnern könnte, Sie oder Herr Schwarz? Diego? Diego habe ich ja erst hier in Budapest kennengelernt. Ja, es ist auch noch so eine sehr interessante Sache. Haben Sie eine Ahnung, wo er ist? Herr Martin ist übrigens auch nicht mehr aufgetaucht. Sehr merkwürdig. Weil ich weiß, nachdem wir uns dann getrennt hatten, beziehungsweise jeder nach der Perchte halt seine Aufgaben beziehungsweise sein Privatleben nochmal, wollte er doch eigentlich hier seine verrückten Wissenschaften ausüben. Soweit ich weiß, wollte er mit Herrn Schwarz irgendwas konstruieren. Ja, aber er ist einfach weg. 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 Einfach. Zu seinen Klosterbrüdern? Wieder zurück? Ja, das frage ich Sie. Er ist weg. Verschwunden. Seine Sachen sind alle noch in seiner Zelle gewesen. Oder die meisten zumindest. Also es sah eher aus, als ob er einen Spaziergang unternehmen wollte und nicht einfach verschwinden. Ähnliches gilt übrigens für Herrn Martin. Oh, das ist aber sehr außergewöhnlich. Okay, Diego war ein bisschen verrückt, aber er kam ja hier mit seinem Ungarisch, also mit seinem Spanisch nicht weiter. Das mag sein, allerdings, ich habe noch nie jemanden erlebt, der, verzeihen Sie mir, wenn ich das so sage, eine Perchte erwürgt hat. Hat er ja nicht. Hat er ja nicht. Ja, ich weiß. Aber er hat es versucht. Ja, das ist richtig. Ja, ja, also Diego versucht einiges und irgendwie schafft das meistens auch. Nur das nicht. Aber egal. Unserem Doktor hat Bruder Martin noch etwas gesagt von irgendwie der alten Loge. Mehr weiß er allerdings auch nicht. Was haben Sie eigentlich die letzten, sagen wir fast 2 Wochen getrieben? Sie waren kaum hier. Dann waren sie wieder weg. Was tun sie? Zum einen gehe ich meinem Beruf nach. Zum anderen, haben wir ja
nach dem lieben Händler, wie hieß er denn nochmal? Gewürzhändler, Kaffeehändler. Ja, wir hatten sie zu einem einfachen Abenddinner geschickt. Das Einzige, was wir dann noch mitbekommen haben, ist, dass er tot war. Und sie? Ja. Naja, 2 Wochen. Sehr merkwürdige Sachen. Keine Berichte. Wir wissen nicht, was sie getan haben. Erzählen Sie. War das wirklich 2 Wochen? Waren das nicht 3 oder 4 Tage? Das waren wenige Tage. Das ist ja nicht gestern zu Ende gewesen. Drücken wir es so aus. Erstens, ja, wir sind zu dem Dinner gesendet oder geschickt worden. Der Graf und ich, als wir dann da waren, sind natürlich dann merkwürdige Sachen passiert. Unter anderem haben wir dann die Leiche von dem lieben Herrn, wie ist er denn nochmal, gefunden und haben festgestellt, dass ein Artefakt gestohlen wurde aus seiner Sammlung. Merkwürdig. Erstens, was sehen Sie als merkwürdig? Und zweitens, naja, unser Doktor hatte erzählt, dass Sie ihn irgendwie wegen des Artefaktes, aber so genau sind ist er auch, sind Sie nicht mit der Sprache rausgerückt? Sehen Sie, Fräulein Blattner, ich möchte es Ihnen einmal relativ klar sagen. Wenn Sie jetzt hier oben durch die Kuppel schauen, was sehen Sie? Sterne. Viele davon. Genauso viele Sterne, wie wahrscheinlich hier Menschen auf unserem Planeten sind. Und all diese Sterne sind da oben ganz in Ruhe und in Frieden, weil sie nichts davon wissen, was wir wissen. Und ich leite diese Loge und ich muss darauf bestehen, dass ich weiß, Mina, was hier passiert. Machst du mal einen Wahrnehmungswurf? Ich? Ja, du. Ja, dann mach ich doch einen. Ja. Sterne bei Regenwetter. Ja. Natürlich. Erzähl weiter. Natürlich. Frau Blattner macht sich da gerade eh schon sehr Gedanken, denkt so, wovon sind die jetzt richtet doch. Die Regentropfen genau. An der Kuppel. Hast du schon mal durch dieses Teleskop geschaut? Dann frage dich eventuell, was dieses Teleskop kann. Denk dran, sie wollte Sterne beobachten. Auch bei dem Hundswetter. Mach dir da mal Gedanken drüber. Große Schwester beobachtet euch. So, ich muss mir einfach sicher sein über die Leute, die mit mir zusammenarbeiten. Glauben Sie etwa, Vampire sind Kindergeburtstag? Glauben Sie, so ein Werwolf hält man einfach als Haustier? Ich kann beides mit Nein beantworten, weil dank Perchta habe ich beides kennengelernt und weiß, dass beides nicht gerade harmlos ist. Nein, nein, nicht Steffi schon wieder. Gibt's nicht. Wer ist das? Oh. Oder bin ich das? Ja. War ich das? Nein, das war der Herr Schwarz. Okay. Ah. Okay. Ich hatte schon fast befürchtet, dass es mein Akku ist, aber nein. Nein. Okay. Na gut. Deswegen, Fräulein Blattner, ich wäre höchst erfreut, wenn Sie mir in kurzen Stichworten erzählen, was Sie die letzten 2 Wochen gemacht haben, seitdem wir Sie auf diese Teeparty geschickt haben. Wie gesagt, wir haben festgestellt... Kevin jetzt raus oder rein? Er kommt gerade wieder rein. Muss nur noch seine Kamera wieder anmachen. Ich verstehe auch nicht, warum ich schon wieder rausgeflogen bin. Weil ich dich rausgeschmissen habe, weil du tierisch am Brummen warst. Aha.
Gut, gehen wir mal ins Untergeschoss. Ja. Das sind wir. Ja. Herr Cengi, wie weit sind Sie denn mit meiner Tochter? Wir hatten doch einen einfachen Auftrag. Ja, nicht gewiss. Ich lächle. Nun, eure werte Tochter hat eine sehr große Begabung für das Erspüren von Magie. Und ich glaube, in den letzten Wochen hat sie es sehr oft angewandt. Sehr oft. Und so langsam beginnt sie zu begreifen, dass man das, wenn es nutzt, nicht offen tut. In den Feinheiten müssen wir noch arbeiten. Sandor, wie war der Auftrag? Sie in die Gesellschaft einzuführen, richtig. Davon habe ich bisher nichts erlebt. Stattdessen ist sie jede Nacht außer Haus, vernachlässigt ihre Arbeit und ich habe ernsthaft Zweifel, ob sie ihre Aufgabe denn so wahrnehmen, wie ich das gewünscht habe. Nun, ich habe ein bisschen Angst um meine Tochter. Lassen Sie mich doch einmal ausreden. Es verschwinden ständig Leute in ihrer Gegenwart. Sowohl ein Diego als auch ein Martin Pius sind nie wieder aufgetaucht. Da darf ich doch bezweifeln, dass sie vielleicht meine Tochter nicht nur nicht ausführen wollen, sondern eventuell verschwinden lassen. Der Graf blinzelt einmal und Nun, es ärgert mich, dass ihr mir so große Kräfte zuschiebt, dass ich Leute verschwinden lassen könnte. Nun, wenn ich mich recht entsinne, nein, das ist nicht auf der Stufe meines Könnens, das wie ihr sicherlich auch wisst. Ich kümmerte mich in letzter Zeit vor allem den ersten Teil des Auftrags, das Gericht, das ist richtig. Es ist nun mal auch ein wenig, schwierig, ihre Tochter in die Gesellschaft einzuweisen, wenn uns ein toter Gönner der Loge vor die Füße stolpert und zwei Wasserleichen vor die Füße stolpern. Was die beiden Priesterinnen geht, ich habe keine Ahnung, was mit ihnen geschehen ist, aber es ist auch nicht meins, das festzustellen, was mit ihnen geschehen. Sie sind Reaper. Und entweder hat die Loge sie mit einem anderen Auftrag weggeschickt, oder sie haben andere Verpflichtungen als Priester, zum Beispiel ihre Gemeinde zu hüten. Nun, was das angeht mit Sie sind Ripper bei Martin Pius? Ja. Er wurde uns aus Straßburg zugesendet. Ich habe ja meine Hausaufgaben gemacht. Und er zeigt so auf einen Wust von Papieren. Andererseits, was Sie und Ihre Begleitungen angeht, erzählen Sie doch mal. Also zum einen, was da passiert ist mit dem toten Gönner. Zum anderen, wie sind Sie überhaupt in diese Loge gekommen? Beginnen Sie, wo Sie möchten. Um das aufzuklären. Wir bekamen den Auftrag, einen Gönner zu besuchen, zu einem in Empfang. Und wir fanden den Gönner tot, ermordet, mit einem gezackten Dolch und beraubt
der schakalköpfige Spitze seines Stabes. Und sahen uns genötigt, nachzuforschen, was ihr wahrscheinlich, ich denke, auch getan hättet, wenn direkt vor euren Augen mehr damit. Natürlich. Aber im Gegensatz zu Ihnen hätte ich durchaus Berichte geschrieben und diese an die Loge gegeben. Nun, ich bin vielleicht ein Anfängerfehler. Einem halben Jahr bei der Loge und uns hat noch niemand gesagt, dass wir Berichte darüber schreiben sollen. Und ja, wahrscheinlich ein, wie ihr sagtet, Anfängerfehler oder einfach auch ein wenig Informationsfluss von beiden Seiten. Aber ich bin auch nicht der Chronist dieser Loge. Das fragt ihr mich nach Berichten. Ich kann euch nur berichten, was die Lehrstunden eurer Tochter angehen. Das habe ich euch getan. Wie ich zur Loge kam? Nun, ja. Ganz einfach. Ich wurde von Herrn Löwenberger in Wien angesprochen. Löwenberger hieß der. Und wer soll dieser Herr Löwenberger sein? Nun, er stellte sich uns als der Leiter der Ripperloge in Wien vor. Na, sicher nicht. So stellte er sich uns vor. Ihr könnt den Herrn Schwarz fragen, aber besten fragt eure Tochter, die war dabei. Also ich kann euch sagen, dass die Leiterin der Loge nicht männlich ist. Der Wiener Loge? Der Wiener Loge. Nun, fragt eure Tochter. Ich glaube nicht, eure Tochter euch belügen wird. Sollte sie zumindest nicht, denn sie hat eure Erziehung genossen. Manchmal bin ich mir da nicht so sicher. Sei es drum. Fahren Sie fort. Wir führten einen kleinen Auftrag aus und wurden dann nach Budapest geschickt, um uns der Loge anzuschließen. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass meine Familie als mehr oder minder Retzgönner mit einstieg. Das haben wir wohlwollend zur Kenntnis genommen. Es kann natürlich sein, dass uns die falsche Logenleitung anwarb. Dann kann es natürlich sein, dass da Gelder in die falsche Richtung flossen. Das würde mir leid tun. Ja. Wenn ihr annehmt, dass wir nicht von der Leitung der Loge angeworben wurden, dann das wäre das der naheliegende Schluss. Aber da die Gelder ja angekommen sind, nun, das Problem ist halt, wir wissen nicht, von wem sie angeworben sind. Noch wer ihnen den Auftrag gegeben hat, nach Budapest zu kommen. Ich schilder Ihnen mal, wie es sich aus unserer Sicht darstellt. Einen Moment. Da muss ich kurz einhaken. Aber wie ich nach Budapest gekommen bin, ich lebe hier. Das ist der andere Punkt. Ich meine zur Loge. Also, wir haben durchaus einen Hilferuf bekommen, dass etwas Schreckliches hier passiert. Und Frau Harker mit ihrem Mann ist auf der Spur von Vlad Dracula gewesen.
Und sie stellte ihn in einer Kirche, wo sie Seite an Seite gegen etwas, was sich wie herausstellte, als Perchte bekannt ist, kämpften. Nun, dass sich Vlad aus diesem Kampf zurückgezogen hat und sie, wie es schien, die Seite gewechselt haben, oder vielleicht auch nicht, wir sind uns da ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Es ist halt verdächtig. Wir wissen nicht, ob sie wirklich ein Ripper sind. Keiner hat sie angeworben. Aber das gleiche gilt auch für meine Tochter. Niemand hat sie angeworben. Verstehen, dass ich Bauchschmerzen dabei habe. Was meinen Sie mit Seite gewechselt? Nun, wenn Sie Seite an Seite mit Vampiren gegen eine Dämon, Hexe, was auch immer das war, kämpfen. In diesem Moment lacht der Graf leicht auf. Verzeiht, aber vielleicht solltet ihr darüber eure Tochter befragen. Ich kämpfte nicht Seite an Seite mit Vampiren gegen die eine Perchte. Dann klären Sie mich auf. Zu dem Zeitpunkt lag ich, ja, ich muss es gestehen, blutend am Treppenaufgang und kann euch über die Ereignisse gegen des Kampfes der Perchte eigentlich nicht viel berichten. Seid zumindest ist nicht ausgesaugt worden. Was vielleicht daran lag, dass die Perchte mich in diesen Zustand brachte. Kein Vampir. Ja, ihr habt recht. Vielleicht sollten wir jemand anderen befragen. Wenn ihr aber nahelegen wollt, dass ich ein Vampir sei. Nein, das habe ich nicht behauptet. Ich habe lediglich in Aussicht gestellt, dass ihr vielleicht ein Laborateur? Ja. Vielleicht. Mit der Kabale seid. Vielleicht dürfte ich noch etwas anderes hinweisen, wenn euch meine Aussage in Bezug auf den nicht existierenden Logenvorsteher der Wiener Loge euch nicht weiterhilft, dann wendet euch doch einfach an unsere Führung in Wien. Den alten Orden der Rosenkreuzer. Denn über den Weg bin ich überhaupt an Herrn Löwenberger gekommen, an diese Stone. Über mich? Über die Rosenkreuzer, ja. Führung in Wien war ich. Ich hatte nicht direkt mit der Führung zu tun. Warum behauptet ihr das denn? Und in dem Moment machen wir weiter mit dem Herr Schwarz. Herr Schwarz! Herr Schwarz. Ja, ich bin immer noch da. Also, ja, wie gesagt, also er nimmt dieses wunderbare Gerät und legt es beiseite. Sagen Sie, wann haben Sie das letzte Mal ein Schwert in der Hand gehabt? Das letzte Mal ein Schwert in der Hand gehabt. Das ist schon einige Zeit her. Zuletzt etwas Schwertartiges verwendet haben wir das Bajonett an unseren Gewehren. Aber das ist auch schon einige Tage her. Naja, ich bin ehrlich. Ich brauche ein bisschen Übung. Was halten Sie von einer kleinen Übungsrunde? Natürlich nicht scharf. Wir haben hier ein paar Übungsschwerter. Ich werde wahrscheinlich etwas eingerostet sein, aber Übung hat noch keinem geschadet.
Also wenn Sie darauf bestehen, gerne. Wie bevorzugen Sie es? Wir haben hier wattierte Jacken oder nehmen Sie es hin, wie es kommt? Ich gucke so ein bisschen runter zu meinem Bein und denke... Also er hält die Übungsschwerter hin, das sind ja wirklich so Holzdinger, ne? Ja, ich hoffe einfach mal, dass das nicht ganz so hinderlich sein wird und um dem Ganzen ein klein bisschen mehr Anreiz zu geben, werde ich wohl auf die Jacke verzichten. So sei es, er schmeißt dir ein Schwert zu. Was du, nehme ich an, natürlich elegant aus der Luft schnappst. Ja, natürlich. Ja. Dann aber mal weiter zu unserem grundsätzlichen Disput. Wo kommen Sie her? Wer sind Sie? Ich komme aus Preußen. Ha. Soweit weiß ich auch. Ja, ich muss gerade mal nachgucken. Ich vergesse mal, wie das doofe Dorf heißt. Die beliebigen Dorfnamen einfügen. Doofes Dorf. Ja, genau. Aus dem doofen Dorf. XY. Naja. Sei es drum. Wie auch immer. Dieses Dorf halt, wo ich halt wohne. Oder wo ich herkomme. So, dann üben wir mal ein bisschen. Hab ich das echt nirgendwo hier? Nein, falsche Taste. Ich hab doch gar nichts gedrückt. Nein, meine Katze hatte so die Pfote gerade auf der Austaste. Blob. Out by cat. Ja. Ja. Ja, dann kann man sowas wie einen Übungskampf abbilden, ansonsten hau ich ihn jetzt. Also. Klar könnt ihr. Wir machen Initiative und ich sag mal eben kurz der Mina hallo. Für den Herrn Schwarz, gibt es eine schwarze 8? Eine schwarze 8? Und Jonathan muss mit einer Herz 5 leben. Ich wusste es. Kriege ich nicht sogar noch eine andere Karte? Nein. Warum sollte. Oder kriegst du zwei mittlerweile? Guck doch mal nach. Ich weiß es nicht. Ja, ich muss gerade auch mal nachgucken, wie das nochmal war. Der will doch nur den Joker haben. Natürlich Nein. will er nur den Joker haben. Aber ich hab eine 8, also das reicht. Also ich nehme jetzt erstmal die 8. Der Joker ist mir egal. Was würfeln wir denn da? Kämpfen intelligenterweise, ne? Ja, total. Wäre sollte man machen. Was habe ich denn in Kämpfen? Oh, guck mal. Ist ja gar nicht so kacke. Muss ich jetzt Stereo würfeln? Oder macht das wer anders? Wieso? Ja, du kämpfst ja auch, oder ne? Ja, ja, ich kämpfe doch hier. Genau. Achso, du kämpfst. Alles klar. Aber ich muss gerade mal dein Talent nachgucken. Ja. So. ich habe eine 9. Treffe ich dich mit deiner 9? Oder kämpfen wir miteinander? Wahrscheinlich, oder? Du triffst mich tatsächlich mit einer 9. Muss ich jetzt Schaden würfeln? Ja, solltest du. Wie viel denn überhaupt? Was macht denn so ein Übungsschwert? Stärke plus W4 oder was? Ist wie eine Keule. Ich hätte eine improvisierte Keule genommen. Es ist ja keine improvisierte Keule, es ist ja tatsächlich ein Übungsschwert. Na gut. Ich will ihm jetzt nicht direkt wehtun. Wahrscheinlich tut er mir gleich im Gegenzug dafür richtig weh. Warte, 18. 18. 18. Oh, oh. Entschuldigung.
Möchten wir einen Benny zum Lutschen nehmen oder geben wir ja. uns... Ja. Oh. Also, so viel zum Thema eine Rede. Ich bin etwas eingerostet. Wo war nochmal das spitze Ende? Klonk. Huch. Das tut mir aber leid. Das steckt gerade in dir. Mhm. Dann wollen wir mal gucken. Aber du willst ihn ja nicht... Nein, es ist ja nur ein Übungskampf. Ich will ja hier keinen töten. Genau. Was hast du gesagt? Du hast wie viel Schaden gemacht? 18. 18. 11 sind 2 Wunden. 2 Wunden habe ich gelutscht. Alles gut! Läuft! Also habe ich ihm direkt mal mit einer sauberen Kombination einen leichten Körpertreffer zugefügt, ja? Du hast ihn getroffen, aber nicht so, dass er sich beeindruckt fühlt. Ja. Dann erzählen Sie doch mal von den letzten 2 Wochen. Von den letzten 2 Wochen? Ja, ich darf zurückkommen? Das jetzt gerade. Ja, natürlich. Okay. Na gut. Haben wir nicht gesagt. Ich werde erstmal zurückgesagt. Nein, wir haben nicht gesagt, dass wir ihm auf das verletzte Bein schlagen wollen. Ach so. Das tun wir nächste Runde. Okay. Ist ja frech. Hätte sich aber jetzt angeboten, weil 15. Du triffst mit einer 15, das ist korrekt. Ich treffe mit einer 15. Ja. Dann machen wir Stärke plus W6, haben wir gesagt, ne? Ja. Ja. Weniger würfeln, mal ein bisschen was erzählen. Was haben Sie in den letzten 2 Wochen getrieben? Wir hatten doch diesen Auftrag, wo es darum ging, diese Morde aufzuklären. An diesem... Gönner der Loge und diesen Kindern, die da verschwunden sind. Ja, davon habe ich in der Zeitung gelesen. Direkten Auftrag? Kabums! Also, wie kabums? 19 Schaden. Autsch. Der Achter ist explodiert, tut mir leid. Echt? Meiner auch vorhin, das ist recht. Also teilen wir uns gerade gegenseitig ziemlich gut aus, ja? Ja. Klingt sehr gut. Ja, 19 Schaden. Freundliches Gespräch zwischen 2 Herren. Ja, freundliches Gespräch und die hauen sich gegenseitig die Finger kaputt. Ist ja fast wie bei uns. Ja, richtig. Gespräch weiter oder möchtest du lutschen? Ich habe meinen Satz schon gesagt. Ich bin gerade dabei. Du hast den Kappus gerade unterbrochen. Nicht mehr. Ja. Entschuldigung. Nein. Ja. Also, soweit ich weiß, hatten wir Graf Sejengi und Fräulein Blattner dahin geschickt. Ich bin jetzt etwas verwirrt, dass Sie dabei waren. Und was ist mit welchen Kindern? Die tauchten irgendwann vor ein paar Tagen oder halt vor diesen 2 Wochen tauchten die bei mir auf, beziehungsweise suchten mich auf und erzählten mir, was passiert ist, mit dem, dass der Herr halt umgebracht worden ist und sie jetzt sein Haus etwas näher durchsuchen wollen und sich da umschauen wollen und haben demnach meine Hilfe gesucht. Um sie dabei zu unterstützen. Von daher dachte ich eigentlich, dass es sich da um einen offiziellen Auftrag der Loge handelt. Und habe mir da nicht weiter Gedanken drüber gemacht, was wohl offensichtlich ein Fehler war. Und im Zuge der Ermittlungen sind wir halt auch auf mehrere Kinderleichen gestoßen, beziehungsweise die beiden haben die Leichen mehr oder weniger entdeckt. Und haben mich dann zu den Ermittlungen hinzugezogen. Ja, wie gesagt, das hatte ich gelesen. Wir waren auch schon am Überlegen, ob da vielleicht Aktivitäten der Kabale zu gibt. Was haben Sie herausgefunden? Und wie haben wir ihn getroffen? Tut's ihm weh? Weiß nicht, wie viel er gesaugt hat.
3 Wunden von 3, die ich gekriegt habe. Okay. Also von daher tun wir uns, glaube ich, momentan noch nicht so ganz viel. Herr Schwarz kommt mit einer 4. Nein, komme ich nicht. Ach, verdammt. Nee, ich, unter 5 darf ich neu ziehen. Das weiß sogar ich mittlerweile. Ja, ich hab's vergessen. Dann kommt der Herr Schwarz halt mit einer 8. Ich habe 8 geht, habe ich vorhin schon mal versucht. Dann müssen wir einen Joker ziehen. Nee, wir haben Pik Ass gezogen. Reicht auch. Aber ist ja langweilig. Dann hauen wir ihm jetzt aufs Bein. Angesagt auch noch, okay. Und ich sag es ihm sogar an, also während ich schlage. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass du mich wahrscheinlich trotzdem triffst. Ich muss mal rerollen. Wenn der 1 treffe ich nicht. Echt nicht? Angesagtes Ziel? Nö, hast recht. Ja? Und es ist ja Gliedmaß, das heißt minus 2. Würde ich mit einer 5 treffen? Nein. Dann treffen wir nicht. Dann treffen wir. Du hättest das nicht sagen sollen. Doch, hätte ich. Erzähl über die Kinder. Na, selbst gesehen habe ich nur eine von 3 Leichen und wir vermuten, dass der Puppenspieler aus dem Zirkus, der hier vor kurzem an den Donauwiesen kampiert hat, etwas damit zu tun hat. Da das Fräulein Blattner die ein Kind, was sie gefunden haben, als Puppe identifizieren konnte, die der Herr einen Tag vorher mit sich herumtrug. Okay. Ja, dann mach mal deinen Wurf. Ach ja, ich darf ja auch noch zurückhauen, mal wieder. Ja, darfst du wohl leider. Mit einer 14 treffe ich noch, oder? Ja, wohl auch mit Zusatzschaden. Aber ich. Oh. Ich kenne mein Glück. Der liegt gleich völlig verbeult in der Ecke. Und ich lieg völlig verbeult daneben. Acht. 18. Schon wieder. 18? Ja. Da muss ich ja schon wieder lutschen. Ich betone das nur mal für alle Interessierten, das ist ein Übungskampf. Auch wenn die Werte das nicht gerade vermuten lassen. Das macht ja nichts. Aber wir haben wieder 2 Wunden gelutscht. Nice. Reicht. Also nachher, wenn der in einem richtigen Kampf ist, hat er seine Bennys aber schon aufgebraucht, alle. Naja. Der sollte einen Benny behalten. Aber wie gesagt, also bei der Erwähnung des Puppenspielers merkst du, das verreißt ihn. Also da merkst du bei Jonathan ernsthaftes Erstaunen. Was sich auch in der nächsten Initiative widerspiegelt. Kevin, Joker? Ja. Nicht Joker. Na, Bube ja, und wir mit einer 10 dahinter. Sehr gut. Aber wir gehen erstmal Tee trinken. Okay. Tee trinken. Ach ja. Fräulein Blattner. Ja, Tee trinken. Ja. Sie sind doch eine wissenschaftlich arbeitende Frau. Ich weiß, es ist eh sehr selten und wir müssen uns immer durchringen, aber kommen Sie doch mal mit und gönnen Sie sich mal einen Blick durch dieses Teleskop hier. Da ich neugierig bin, mache ich's. Und ich wurde ja höflich dazu aufgefordert. Genau. Und du siehst Regen. Wolken. Es ist nicht erstaunlich, was Sie da sehen, oder? Ja, ich sehe Regen und Wolken. Ja, und wie gesagt, es ist nicht erstaunlich, oder? Absolut nicht. Weil
Sterne kann man nur an einem wolkenlosen Himmel sehen. Und sehen Sie, genau das ist Ihr Problem. Als Ripper müssen Sie dahinter sehen. Mehr sehen. Sie geht irgendwo an eine Wand und legt einen hochkomplizierten Apparatismus um. Du hörst dieses wunderbare Surren und Knarren, ne? Mhm. Wenn sich Strom einschaltet. Mhm. Das Teleskop, ja, es bewegt sich von selber. Es verändert sich ein bisschen und steht wieder still. Schauen Sie jetzt nochmal durch. Ich mache es. Glasklarer Sternenhimmel. Du siehst auch einige, ja, möchtest fast sagen, naja, wie Linien, die augenscheinlich irgendwelche Bewegungen von einzelnen Sternen nachbilden oder so. Du bist hier relativ sicher, dieses Teleskop hier ist, holla die Waldfee, da steckt so viel Gizmo drin. Da würden manch eine juckende Finger bekommen, ja? Eher Pipi in den Augen. Oder sehen das? Sie, sehen Sie, Fräulein Blattner, ich sag's Ihnen nochmal. Ich muss ganz sicher sein, mit wem ich es hier zu tun habe. Sie haben, wie ich gesagt habe, relativ gute Arbeit geleistet mit der Perchte. Abgesehen davon, dass es fast schon lebensmüde war, was Sie da veranstaltet haben. Drücken wir es so aus. Dass ich Gast in meinem eigenen Körper war, fand ich nicht schön. Ja. Und ich weiß einfach nicht, ob Sie dafür anfällig sind. Ich war an dem Tag dafür anfällig, ja. Weil ich mir zu viel zugemutet habe und ich glaube auch verwundet war. Nun, was glauben Sie eigentlich, wie häufig ich schon verwundet war? Ich denke sehr oft. Wenn Sie so etwas wie zur Lebensaufgabe haben, Vlad persönlich zu jagen, sind Wunden das geringste Problem, was Sie haben. Das glaube ich. Und bevor ich mich jetzt in irgendeiner Art und Weise entscheide, was ich mit Ihnen anstelle, erzählen Sie mir jetzt ganz haarklein, was passiert ist, nachdem Sie unseren guten Gönner tot bei sich gefunden haben. Wir konnten es ja sehr gut durch die Zeitungen verfolgen. Es war ja sehr angenehm. Es wäre schön gewesen, es von Ihnen zu erfahren. Ich wusste nicht, dass ich Berichte schreiben muss. Okay. Abgespeichert. Hören Sie, ja, es war ein bisschen fatal, dass wir das hier nicht publik gemacht haben oder Bericht erstattet haben in der Loge. Gebe ich Ihnen recht. Es ist mir auch klar, dass wir uns doch ein bisschen abgekapselt haben auf der Suche. Nachdem wir dann festgestellt haben, dass unser Gönner der Loge ermordet wurde, ein Artefakt aus seiner Sammlung gestohlen wurde, haben wir uns dann darum gekümmert oder uns auf darum gekümmert, dass wir das wiederfinden, beziehungsweise den Mörder wiederfinden. Wehe der Katze. Ihr seht den Schwanz? Gut. Während wir halt dann auf der Suche waren, ist uns der Diener einmal aufgefallen, der auch sehr widersprüchlich immer wieder sich in seiner Aussage widersprochen hat. Andererseits bin ich dann auf der Suche auch von einem Jungen angesprochen worden, der Angst um seine Freunde hatte. Und wir festgestellt haben, dass der hiesige Zirkus, der ansässig war, vor 2 Wochen oder zu Besuch war, auch nicht mit rechten Dingen
Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ich meine, nehmen Sie es mir nicht übel, man hat den Zirkusdirektor erhangen. Ja, und einer seiner Ensemblemitglieder, der kurz vor Budapest erst zum Zirkus dazugekommen ist, war ein übler, also der Puppenspieler hat dementsprechend eine, also es war keine normale Puppe, es war eine Puppe aus lebenden oder von lebenden Kindern zusammengestückelt, was wir festgestellt haben, was Friedrich, also Herr Schwarz. Jetzt fällt Mina etwas heftiger die Teetasse runter, also beziehungsweise aufs Porzellan. Ja. Ein Puppenspieler, sagen Sie. Ja, ein Puppenspieler. Der wahrscheinlich auch das Artefakt von unserem Gönner geklaut hat. Das nämlich unter anderem, war das von Anubis? Ja, ne? Genau. Dementsprechend, sieh mal den Schakalskopf. Genau. Unschön, nicht schön. Damit hätten Sie definitiv etwas vorher zu uns kommen müssen. Sehe ich ein, war ein Fehler, aber ich bin neu in der Loge. So verschiedene Sachen sind mir noch nicht so bewusst. Und ja, sagen wir mal so, wir müssen Informationen tauschen. Wir müssen sie teilen. Das ist ganz wichtig. Und von welchem Jungen haben Sie gerade gesprochen? Es war ein Straßenjunge hier in Budapest, der ein Versteck in der Nähe von der alten Loge hatte. Oder hat. War das nicht sogar in der alten Loge? Nee, dabei nee, hinter dem Pub. Nein, genau. Ist ja kein Pub. Schräg gegenüber. Gasthof. Genau. Und unser Doktor hat mir gesagt, sie wären alle mit schwarzen Fingern rumgelaufen. Er sagt, er kennt das. Also, sie müssten sich überall oder alle mit ja, mit Teufelssteinen sozusagen ummantiert haben. Warum sie den denn her? Waren sie alle beim Fotografen? Haben sie sich fotografieren lassen? Nein, auf der Reise von Wien nach Budapest habe ich einen Brief empfangen bekommen. Oder zugesendet bekommen, den ich angefasst habe und dadurch hatte ich schwarze Finger. Haben Sie diesen Brief noch? Ich habe den zu Hause, ja. Der interessiert mich brennend. Ich weiß nicht, was die anderen Herren hatten, warum die schwarze Finger hatten, aber das war mein Problem. Wie geht's denn dem Grafen? Der Graf wirkt erbost und zornig über die Anschuldigungen, die im Raum stehen. Zwei Fragen, Werter. Und an dieser Stelle nutzt er den Titel, den Herr Blattner innerhalb der Rosenkreuzer nutzt. Den er auch nur als Rosenkreuzer wissen dürfte, dass es diese Titel gibt. Zwei Fragen. Wollt ihr mir meine Zugehörigkeit zu den Rosenkreuzern abstreiten? Habe ich das jemals behauptet? Gut. Dann wendet euch an meinen Lehrmeister in Wien. Treffs der Vermittlung. Und das Treffen der Ripper. Zweite Frage. Wollt ihr mir eine Kollaboration mit Vampiren unterstellen? Mit Graf Dracula? Der Kabale.
mit Vampiren? Sind Teil der Kabale. Ich weiß nicht, ob euch die Geschichte Ungarns geläufig ist. Vielleicht hörtet ihr davon, dass die älteste Tochter meines Vaters, Mascha, vor einigen Jahren auf gar tragische Weise ums Leben kam. Es war ein Vampir, der sie erst ehelichte, dann biss, woraufhin wir sie erlösen. Und seitdem ist mein Verhältnis zu Vampiren gelinde gesagt nicht sehr freundschaftlich. Und ich hebe die Stimme. Wenn ihr mir nun sagt, ich würde mit der Kabale oder Graf Dracula zusammenarbeiten, dann weiß ich nicht, was ich hier soll. Denn ihr sagt, anscheinend bin ich kein Ripper. Anscheinend sind da Gelder aus falschen Annahmen geflossen. Und anscheinend werde ich auch noch verdächtigt der Zusammenarbeit mit der Kabale. Nun. Wie seid ihr auf die Spur der Perchte gekommen? Durch einen Vampir. Und glaubt mir, das nächste Mal, dass sich ein Vampir mir nähert, werde ich ihn flocken. Ist mir egal, was er sagt und egal, was er behauptet. Und was hat es jetzt mit den letzten 2 Wochen auf sich? Nun, da wir zu diesem Diner geladen waren und der Butler so freundlich war, abzustreiten, dass wir dort geladen waren und uns versuchte, einen Mord in die Schuhe zu schieben, waren wir von vornherein doch sehr involviert in die Sache. Und das war natürlich auch in unserem Interesse, für die Loge aufzuklären, wer den Knauf des Stabes gestohlen hat. Im Laufe unserer Ermittlungen zogen wir Herrn Schwarz hinzu, als Polizisten in Ausbildung. Da er über Quellen verfügte, an die wir nicht rankamen, nämlich die Ermittlungen betreffend. Des Weiteren stießen wir auf 2 Kinderleichen, die ausgestopft, ohne Herz, ohne Organe, auf der Donau gefischt wurden. Und auf einen jungen Mann, der mit den beiden sehr gut befreundet war und uns mehr oder minder auf die Spur des Puppenspielers brachte, der diese Kinder ausstopfte, steuerte, was auch immer. Ja. Auf diesem Wege kamen wir an den Zirkus, der zu dieser Zeit in Budapest gastierte und dessen Zirkusdirektor über widrige Umstände. Es gab da eine Menage à deux und es gab da eine gewisse Liebesbeziehung mit dem besagten Butler oder auch nicht Liebesbeziehung da hereingezogen wurde und der sehr schnell als Schuldiger ausgemacht wurde, zumindest. Ja. Der ist aber nicht wahr, da der Puppenspieler ein Schausteller war, der jetzt kürzlich zum Zirkus dazugekommen ist und unter diesem Deckmantel eben sein Unwesen in Budapest trieb. Und ja, wir haben keine Berichte geschrieben. Wir haben mehrere Male versucht, in der Loge uns mitzuteilen und nachzufragen, ob da gerade den anwesenden Rippern bekannt ist, dass da ein solches Treiben in der Stadt unterwegs ist, ob es da
Verbindung zur Kabale geben könnte, die uns nicht bestätigt wurden und ging deshalb davon aus, dass, wenn Fragen bestände, man da weiter auf uns zukommen käme, was nicht geschah. Und nun wissen wir, warum, weil wir hätten einen Bericht schreiben sollen. Gut, das ist ein Fauxpas, den wir das nächste Mal nicht machen werden. Aber ich muss euch jetzt fragen, spreche ich als Ripper zu euch oder spreche ich als Zivilist, der nur annimmt, ein Ripper zu sein, weil dann... Oder spreche ich zu meinem Vorgesetzten bei den Rosenkreuzern? Also zum einen, ihr sprecht mit eurem Vorgesetzten. Die andere Frage obliegt nicht allein bei mir. Nun, ist es wichtig, weil solltet ihr uns nicht als Ripper oder mich nicht als Ripper-Mitglied sehen, dann wüsste ich auch nicht, warum ich euch über mein Treiben aufklären sollte. Weil dann ist das mein persönliches Geschehen. Aber ich gehe davon aus, dass ich ein Ripper bin und ich bin angeworben worden. Aber wenn ihr das eben abstreiten wollt, dann sind wir da, versteht ihr diesen Konflikt? Ich verstehe euren Konflikt sehr gut. Was allerdings diese beiden verschwundenen Priester angeht. Der Sache müssten Sie vielleicht nochmal mir etwas genauer erklären. Wann ist Diego verschwunden und unter welchen Umständen? Diego ist nach der Sache mit der Perchte verschwunden. Zwar erinnere ich mich, dass er Verpflichtungen nachkommen wollte und ich ging davon aus, dass das Verpflichtungen sind, die seine kirchliche Anstellung treffen. Das heißt, ihr habt ihn zuletzt dort gesehen? Ich habe ihn zuletzt gesehen, als wir zurück in die Loge gingen, nachdem die Perchte bezwungen war und wir uns voneinander trennten. Meinen Erkenntnissen zufolge ist seine Kammer bisher unberührt. Als ob er auf einen Spaziergang gegangen wäre. Und auch Martin Pius sagte nur, er wolle sich einmal kurz die alte Loge angucken. Ja. Ich kann euch versichern, zumindest als wir das letzte Mal da waren, und das war vor einer Nacht, da war die alte Loge. Etwas länger her. Anderthalb Wochen, gut. Anderthalb Wochen, da war die Loge recht verlassen. Sag ich jetzt richtig, oder haben wir da die Top-Spieler getroffen? Nee. Da war sie verlassen. Ja, war sie verlassen. Wart nicht mal unten. Die Metzgerei war ja noch in Gebrauch. Stimmt, die Metzgerei war in Gebrauch. Okay, dann waren wir nicht drin. Okay, dann vergesst den Satz. Dann hat er das nicht gesagt. Er lügt nicht. Der Sinn. Mit der Beziehung. Ja. Nun. Ich denke. Und er öffnet eine von diesen Schubladen. Und da ist ein Apparat eingebaut. Und er drückt so ein paar Mal auf so einen Schalter und hält sich ein Trichter ans Ohr. Und sagt nur, bestanden. Und legt diesen Trichter zurück in die Schublade und schließt die Schublade wieder.
Gut. Herr Graf. Was habt ihr da gemacht? Ich sagte, ich kann dieses nicht alleine entscheiden. Und offensichtlich habt ihr Zustimmung bekommen. Ihr seid weiterhin in unserem Auftrag unterwegs. Eines noch. Ihr sagt das anfangs und ich möchte es bestätigen. Vielleicht bin ich nicht die beste Person, um eure Tochter in die gehobene Gesellschaft einzuführen. Das mag sein. Und ich würde mich leicht verbeugen. Aber ihr seid stets bemüht. Darauf antworte ich nicht. Brauchst du nicht. Er hat damit klar gemacht, der Auftrag besteht noch. Ja. Gut. Dennoch müssten wir dieses Verschwinden der beiden Priester ein wenig unter die Lupe nehmen. Vielleicht können Sie sich darum kümmern? Wenn ich noch weiterhin ein Ripper bin, dann natürlich. Wenn ich keiner... Das sagte ich doch gerade. Ach, das meinte das. Sie sind in unserem Auftrag unterwegs. Nun, dann... Natürlich. Aber nicht mehr heute. Natürlich. Ich habe einen Bericht zu schreiben. Und ich lächle und. Es reicht morgen. Der Bericht. Gut. Ja, und ich würde mich dann so höflich wie es geht zurückziehen. Außer er möchte mit mir sprechen. Ich finde, Herr Schwarz sollte jetzt mal seinen Buben ausspielen. Mein Buben? Dein Buben. Wir hauen uns also immer noch. Ja, aber wenn du es geschafft hast, dass Jonathan scheinbar etwas nachgelassen hat. Es wird nicht besser, ne? Ich habe schon wieder eine 14 zum Treffen. Oh, ist getroffen. Mit 3 und mit wie viel? Ich ihn mit 23. Treffer oder Schaden? Das war Schaden. Oh. Das war Aua. Ich hau den noch kaputt aus Versehen. Ich weiß es nicht. Ja. Soaken oder nicht soaken? Ja, doch. Wir versuchen es. Ja, doch. Du hast gesagt 23. Oh Gott. Ja. Sechs, acht, zehn, 24, das hört sich doch gut an. Das ist gesoakt, oder? Das ist gesoakt. Und jetzt hauen wir Friedrich? Jetzt hauen wir Friedrich. Aber ich sagte, wir haben nur noch einen Benny. Ja, ist gut. Wir haben eine 9. Ja, das reicht so gerade eben. Da immerhin. Jetzt eine 48. Ausgenockt. Das ist nur eine 11. Es ist nur eine 11. Dann sind das immer noch zwei. Nein, eine Wunde. Soll ich die wegmachen? Weiß nicht. Vielleicht brauchst du deinen Bennys noch. Ja, ich habe nur noch 2, du hast recht. Ich hab noch 2.
Einer reicht mir. Ja, ich habe die Wunde mal weggemacht. Ich habe gehört, eine 6 reicht für eine Wunde. Ja, gerade so. Ja, schwarz. Nochmal. Für mich. Also Sie haben gegen einen Puppenspieler ermittelt? Der scheinbar tote Kinder als, oder ausgestopfte Kinder als Puppen verwendet, ja. Du bemerkst, dass er einen, naja, sagen wir mal, er zeigt mal ganz kurz Nerven, nimmt sein Schwert und schmeißt es mit einem unziemlichen Wort in die Ecke. Er guckt dich jetzt etwas zwischen erstaunt und wütend an. Sind Sie sich eigentlich klar, dass Sie mehr Glück als Verstand haben, hier überhaupt noch lebend vor mir zu stehen? Tja. Mehr Glück als Verstand. Das trägt mich schon durch mein halbes Leben. Und bisher hat es, wie Sie sehen, immer funktioniert. Ja, und Sie sind eigentlich auch noch ein sehr guter Kämpfer. Das muss ich ja leider zugestehen. Ich habe eine sehr gute Ausbildung genossen, aber Dankeschön. Aber noch mal für mich. Ich meine, unser, wie hieß er, Fergus? Ja, Arthur Fergus. Arthur Fergus. Unser Doktor meinte, Sie wären irgendwie mit Dämonensteinen in Berührung gekommen. Irgendwie hatten Sie alle schwarze Finger oder so. Zeigen ja, Sie mal her. Ich zeige Ihnen meine Hände. Ja, die ist nichts mehr zu sehen. Diese schwarzen Finger hatte ich wohl, aber ich kann mich gar nicht mehr so recht erinnern, woher. Unser Doktor meint, Sie hätten irgendwie eine Verlustbarkeit gemacht und sich fotografieren lassen. Habe ich mich fotografieren lassen? Er sagt, Dämonenstein wird halt bei Fotografien verwendet. Das könnte durchaus möglich sein, dass das passiert ist. Aber dann müssten Sie ja selber... Nein. Ach. Also ich habe das Foto... Du? Wie auch immer. Ich meine, sagen wir so, ein Diego ist definitiv verschwunden. Ein Martin Pius ist definitiv verschwunden. Beide sahen so aus, als hätten sie kurze Spaziergänge unternommen. Und, wie ich schon sagte, Pius hat ganz explizit nach der alten Loge gefragt. Das wäre doch schon mal ein Anhaltspunkt, um neue Ermittlungen aufzunehmen. Oder ja, wie sehen Sie das? Aber wir haben die Loge nicht umsonst verlassen. Sie wissen, dass sie für uns verbrannte Erde ist. Das ist richtig. Aber wenn dort unsere Leute verschwinden, bereitet mir das doch große Sorge. Naja. Er geht irgendwo zu einem der Tische rüber. Kramt da irgendwie rum. Also du würdest, es klingt so ein bisschen nach Hunderte von Bolzen. Also so wie Mikado-Stäbchen. Geil. Da ist es ja. Also irgendwie ein Apparat, an dem er dann auch irgendwie herumwerkelt. Das habe ich schon mal gesehen. Wo haben Sie so etwas schon einmal gesehen? Bei unserem Gönner, der leider auf unliebsame Weise unsere Welt verlassen hat. Der hatte auch so einen Apparat in der Küche hängen. Sie meinen ein Telefon? Nein, das hier ist definitiv kein Telefon.
er spricht da nur ein Bestanden rein und steckt es sich irgendwie in die Tasche. In eine verdammt große Tasche. Ich schaue ihn mit einem großen Fragezeichen im Gesicht an. Ich frage Sie jetzt ganz ernsthaft. Sie sehen also Diego und Martin Pius immer noch als Ihre Kollegen. Und Sie wollen auch für die Rippers weiter arbeiten. Naja, jetzt bleibt mir ja nichts anderes mehr über. Ich zeige ihm so Richtung meine Augen. Ich habe ja immer noch die Sonnenbrille auf. Aber das Verschwinden dieser Leute ist schon recht seltsam. Ich selber bin nicht so für solche Implantate, aber ich weiß, dass sie eines haben. Meine Nachforschungen waren ergiebig. Nun gut. Warten Sie doch bitte in der Bibliothek. Oder, nein, umgedreht. Seien Sie um 3 Uhr in der Bibliothek, was Sie bis dahin machen. Und gehen Sie sich waschen oder essen Sie was oder... Aber gehen Sie. Ich glaube, er muss ein bisschen seine Wunden lecken. So. Wir haben die auch ganz gut ausgeteilt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ja auch nicht gerade wenig einstecken müssen, aber ich glaube, es war ein Kampf auf Augenhöhe. Ich wollte gerade sagen, das war Übungsschwerter. Ja, ich verabschiede mich und dann verschwinde ich in Richtung meiner Zelle. Und werde da meine Wunden lecken müssen. Ja. Was sagen Sie jetzt, nachdem Sie hinter die Wahrheit geblickt haben? Verstehen Sie, es gibt einfach mehr, als das bloße Auge zu sehen vermag. Deswegen bin ich damals zu den Rippers gegangen, weil ich die Wahrheit wissen wollte, was in der Gasse meine Mutter umgebracht hat in Wien. Da mein Vater mir nicht glauben wollte, musste ich selber anfangen zu suchen. Abgesehen, seien Sie froh, dass Sie nicht immer hinter alles geblickt haben. Also das, was Sie mir gerade erzählt haben über einen Puppenspieler. Ich kann es kaum glauben, aber ich habe von so etwas schon gehört, aber warum hier? Da muss ich andere Logen zu befragen. Ich bin gerade sehr, sehr überwältigt. Seien Sie um 3 bitte in der Bibliothek. Dort werden wir weitere Dinge besprechen. Was Sie bis dahin machen, ist mir gleich. Eventuell finden Sie den Grafen C. Cengi bereits dort. Oder auch Herrn Schwarz. Beide hatten ein ähnliches Gespräch. Und jetzt gehen Sie. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn ich fragen darf, darf ich öfter mal vorbeikommen, weil es ist hier schon sehr interessant. Deute auch auf die Bücher. Sie lacht jetzt wirklich herzlich und laut auf. Meine Liebe, ihr wisst es, das gefällt mir wahrlich, aber seien Sie mir nicht böse. Das, was in diesen Büchern steht, da müssen Sie sich noch etwas mehr für vorbereiten. Das ist kein Nein, nur ein später. Gute Nacht. Ich kann das akzeptieren. Gute Nacht. Und gehe Richtung Bibliothek. Herr Cengi, Herr Graf,
Ein freundlicher Diener wartet, wie verabredet, und würde dich jetzt wieder nach oben begleiten. Wo darf es denn hingehen? Der Graf überlegt einen Moment, aber schließlich wurde er eher entlassen. Also die Nacht entlassen, den Worten. Er muss den Bericht auch morgen schreiben. Dementsprechend wird er sich wahrscheinlich zur nächsten Position bewegen, von wo man entweder auf einen Balkon oder vor die Tür gehen kann, um ein wenig frische Luft zu schnappen. Sehr wohl. Draußen steht Maurice, ne? Bitte? Draußen steht Maurice und wartet auf dich. Ja. Habe ich ja schon gesagt. Also, Graf Sejengi, ich könnte Sie natürlich, das nächste wäre vor die Tür, aber es regnet noch furchtbar. Darf ich die Bibliothek empfehlen? Man erwartet Sie um 3 Uhr dort. 3 Uhr nachts. So ist es. Nein, danke. Das kann warten. Aber hat die Bibliothek einen überdachten Balkon? So etwas in der Art. Wir nennen es so unseren Wintergarten. Sie können die Seiten öffnen. Nun gut, dann würde ich Sie darum bitten, meine Kammer in der Loge zurechtzumachen. Denn dann muss ich wohl hier heute übernachten. Und meinem Diener Bescheid zu geben, in meinem Stadthaus. Sehr wohl. Ja, wird er noch wach sein oder gibt es eine Möglichkeit, ihn zu wecken? Nun, er wird, wenn ihr läutet, wird er wahrscheinlich öffnen. Ich werde gleich einen Kutscher hinschicken. Habt herzlichen Dank, Maurice. Gut, aber er führt dich jetzt erstmal nach oben. Ja. Ist okay. Das Vorbereiten ihrer Kammer wird einen Moment beanspruchen. Darf ich Sie vielleicht in einen Salon begleiten? Ein Getränk? Die Küche? Ich denke, also, ich nehme den Wintergarten der Bibliothek. Sehr gern. Also er geht vor, öffnet dir dienstbeflissen das Türchen. Ja, ich drehe den Bibliothek. Du wärst der Erste. Und er. Ja, dann ist ja. Dann gehe ich in den Wintergarten der Bibliothek. Ja, vor der Tür treffen sich gerade Herr Schwarz und Fräulein Blattner. Nein, stimmt gar nicht, Herr Schwarz. Du wolltest in deine Kammer gehen. Ja, ich gehe erst rein. Dann ist Fräulein Blattner jetzt an der Bibliothek. Du siehst gerade noch, wie sich ein dienstbeflissener Diener umdreht, freundlich grüßt und von dann geht. Okay. Ich grüße freundlich zurück, trete in die Bibliothek ein und du siehst das rückwärtige Profil eines Grafen plus eine so ansonsten leere Bibliothek. Und du hörst Regen, weil der Graf ein Fenster im Wintergarten aufgemacht hat. Das geht. Ja, der Wind hat nachgelassen, aber dafür ist es jetzt ein ausdauernder Regen. Ich meine etwas. Herr Graf! Oh. Fräulein Blattner. Ihr seid auch hier. Ja, Sie auch. Es wundert mich. Man hat mich hier hingestellt. Warum sind Sie hier? Ich hatte ein äußerst angenehmes Gespräch mit eurem Herrn Vater. Ich würde dir eine Hand auf die Schulter legen und leise murmeln. An deiner Stelle würde ich schnell jemanden suchen, den du heiratest, damit du ausziehen kannst. Ich kann das ein wenig nachvollziehen, wie es sich fühlen muss, die Tochter deines Vaters zu sein. Warum hat es
Da haben Sie ein Gespräch mit meinem Vater. Woher kennen Sie meinen Vater? Nur bin Erbe. Ist Teil der Loge, sage ich jetzt. Das ist ja kein Geheimnis, ist ein Teil der Loge, oder? Also der Ripper. Doch. Doch. Ich hab davon noch nichts. Noch mehr. Gut. Nun. Fräulein Blattner weiß davon nichts und sie soll es auch nicht wissen. Ja, gut, dann. Es war dein Auftrag, ihr das niemals zu erzählen. Ja. Nun, es gab da dieses Buch in der Bibliothek der Universität und zu solchen Nachtschlafen der Zeit. Ich traf euren Vater in der Bibliothek. Ah, okay. Und er hat mir eine Standpauke gehalten über das Aufsuchen der Bibliothek zur Nachtschlafen der Zeit, das Ausleihen wollen von eines Buches und dass er doch nicht der Pförtner sei und hier auch mir nicht zeigen könne, wo die Bücher sind. Ja. Und da gehen Sie jetzt davon aus, dass ich ganz schnell jemanden heiraten soll, damit ich ausziehe, ja? Bei der Tonlage, ja. Ich kann mir das vorstellen, wie das so ist, wenn ihr nachtschlafende Stunde nach Hause kommt, euer Vater noch wach ist und vielleicht ein wenig gut gelaunt ist, grießcremig ist und euch einen Standbauch hält. Ja, das meine ich. Das ja. Ich weiß, ich muss damit seit 3 oder 4 Monaten. Haben wir April oder März? März hatten wir, ne? Ich glaube März, April? Ja. Aber ja, ich muss da seit 3 Monaten mit leben. Er ist nicht immer so gewesen. Ihr hört die 2 Uhr Glocke. Was? 2 Uhr? War ich 3 Stunden da unten? Nein. Um 11 hat man dich abgeholt. Du fährst ja noch eine Zeit. Also weit ist das nicht. Du musst da runter, du musst wieder hoch. Das ist ein sehr schönes Gespräch. Nun gut, 2 Uhr. Ihr entschuldigt mich, aber ich habe noch ein wenig zu schlafen. Sollte nachher um 3 meine Anwesenheit verlangt sein, dann könnt ihr den Herren gerne sagen, dass ich mich nicht gut fühlte und deswegen leider hier ein Zimmer nehmen musste. Doch ein wenig schlafen muss. Wissen Sie, Kopfschmerzen, höllische Kopfschmerzen. Und ich zwinker dir zu und würde mich dann umdrehen und den Raum verlassen. Ja, der Graf hat vor, um 3 Uhr nachts nicht zu dieser Besprechung zu gehen, nach den Erlebnissen der heutigen Nacht. Nachdem man sich da fast verplappert hätte, ne? Das auch, genau. Ich würde sagen, der Graf ist ein bisschen verschnüpft. Ich würde sagen, der Graf weiß, was passiert, wenn er die Nacht nicht zum Schlafen nutzt, weil dann mit aller Wahrscheinlichkeit um 5 Uhr morgens irgendeine Perchte kommt. Der Graf hat gelernt aus den Erfahrungen der letzten Zeit. Nein, keine Perchten. Ja, oder ein kleiner Junge, der einen auffordert, endlich doch seine Familie, seine Freunde zu finden. Also retten. Du legst dich also schlafen. Ja, was macht Herr Schwarz? Ich werde auch so bis kurz vor 3 in meiner Kammer rumlungern und dann pünktlich um 3 oder schon eher um kurz vor 3 in der Bibliothek aufkreuzen. Wir kennen das ja, ne? 5 Minuten vor der Zeit. Genau. Zum Glück habe ich mich damals nicht zum Handwerker gemacht, sonst würde ich jetzt 5 Minuten zu spät kommen. 5 Minuten? Aber dafür viel Geld verlangen. Das nennt ihr, ja. Andere nennen das Stunden. Ach ja. Das ist auch alles das Gleiche. Minuten, Stunden, egal. Ich komme 5 Zeiteinheiten später als geplant. Ja, 10 Kilominuten. Genau.
Ich hätte gern 10 Kilominuten. Oh Mann. Ja, Fräulein Blattner. Du stehst da mit Herrn Schwarz. Als die Turmuhr 3 schlägt. Pünktlich wie die Müllabfuhr. Ja, Jonathan und Mina kommen tatsächlich herein. Gucken etwas, Graf Sejengi. Der hat sich hier ein Zimmer genommen und sich zurückgezogen. Sollen wir ihn rufen, oder? Ich denke nicht. Sie beide sind da, das können Sie ihm auch morgen erzählen. Okay. Ich nehme an, Sie wollen die Nacht auch hier bleiben. Naja, Sie wissen ja, Herr Schwarz bleibt ja eh hier und Sie sollten vielleicht nicht nachts um 3 durch Budapest fahren. Ja, wenn mich eine Kutsche von der Loge nach Hause bringt, wäre das nicht schlecht, weil ich glaube, ich habe da ein kleines Problem zu Hause, das man Vater nennt. Na gut. Wenn Sie das möchten. Eigentlich relativ kurz. Also wir haben beschlossen, dass Sie 3 definitiv Mitglied dieser Loge sind. Egal, welche Loge sie angeworben hat, sie gehören jetzt zu uns. Herr Schwarz, und Sie wissen, ein bisschen mehr Transparenz in dem, was Sie tun. Ja, den Fehler haben wir jetzt gerade gelernt. Zumindest ich. Also, sagen wir es mal so, Sie können dem guten Fergus alles sagen. Das kommt bei uns an. Aber unterschätzen Sie ihn auch niemals. Das habe ich soeben gelernt. Gut. Weiterhin wissen Sie ja beide, dass Martin Pivos und Diego verschwunden sind. Und wir wollen wissen, warum. Vor allem wollen wir wissen, ob irgendjemand von der Kabale sie hat. Ob sie verschwunden sind, ob sie übergelaufen sind. Egal. Egal, was sie getan haben, egal, wie sie es getan haben, wir wollen wissen, warum. Und den einzigen Hinweis, den wir haben, ist halt die Frage von Martin Pius nach der alten Loge. Es wäre also von Vorteil, wenn sie dort einmal hingehen würden. Und nehmen Sie vielleicht auch den Grafen mit, wenn er dann morgen seine Kopfschmerzen verloren hat. Das können wir machen. Gut. Müssen wir uns auf irgendwas einstellen, wenn wir die alte Loge benutzen? Die ist auch geworden von unserer, ja? Also, der Ort. Wir haben sie komplett geräumt. Wir haben nichts dort zurückgelassen. Die Metzgerei ist aber immer noch da. Die Metzgerei ist noch da. Klar, die habe ich ja vor 1,5 Wochen gesehen. Doof. Mit all ihren guten Qualitäten. Wie gesagt, schauen Sie sich dort vielleicht einmal um. Vielleicht entdecken Sie was. Fragen Sie doch einfach mal unser guten alten Freund, den Metzger. Vielleicht hat er Pius ja gesehen. Oder Diego. Er kennt ihn ja. Ich erinnere mich noch, er hat so furchtbar über diesen Spanier geflogen. Na, ist egal. Können wir machen. Und nehmen Sie Graf Sejengi mit. Wenn Sie uns nicht antreffen, Sie können hier fast allen berichten. Und wenn es halt nur ein Zettel oder eine Notiz ist. Hauptsache, sie erreicht uns. Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Nacht.
Und jagen Sie nicht mal zufällig irgendetwas, was deutlich über Ihren Kragen geht. Wie? Flat? Ja, lieben gerne. Ich muss diese Erfahrung nicht nochmal haben. Mina guckt dich zuckersüß an und sagt, der gehört mir. Den überlasse ich Ihnen sehr gerne. Also Sie wollen eine Kutsche, dann müssen Sie einen Augenblick warten. Und Herr Schwarz, Sie kennen den Weg in Ihre Zelle? Ja, den Weg sollte ich noch so gerade eben finden. Sie können übrigens auch gerne die beiden Zellen von Diego und Martin gerne einmal in Augenschein nehmen. Nur wir haben sie von oben bis unten quasi auf den Kopf gestellt. Wir haben nichts gefunden. Vielleicht sollten wir da dann morgen gemeinsam ansetzen, bevor wir zur Loge aufbrechen. Na gut, dann wünschen wir Ihnen noch eine gute Nacht. Wir ziehen uns jetzt auch zurück und die beiden verlassen die Bibliothek. Ja. Jo. Dann würde ich das für heute auch mal hier bei diesem Teil belassen. Es sei denn, jemand möchte jetzt noch eine ganz wichtige Aktion ausführen. Ja. Ich höre ein klägliches Ja. Natürlich möchte ich das. Du möchtest eine Aktion durchführen? Natürlich. Ja, was denn? Was denn? Die Fräulein Blattner kommt nach Hause. Mhm. Oh, ja. Das Leben kann so schön sein. Es hätte hier so schön sein können und Papa schläft, aber nein. Er sitzt dort im Hausmantel, völlig angezogen, Hausmantel. Und als du reinkommst, siehst du, wie er seine Taschenuhr zuklappt. Gedenkt die gnädige Dame doch mal nach Hause zu kommen? Guten Abend, Vater. Heiraten, Kinder kriegen, Haus verlassen. Das Mantra lasse ich mir gerade durch den Kopf gehen und beschließe, nein, nichts für mich. Ihr seid noch wach? Offensichtlich. Schön, euch zu sehen. Ja, es ist schön, dich mal zu sehen. Wo treibst du dich denn nachts rum? Ich habe mich noch mit einem Freund getroffen. Wer ist dieser Freund? Der studiert auch an der Universität hier in Budapest und Name, Adresse. Und er schiebt dir einen Block mit Stift drüber. Ich bin verantwortlich okay für dich, junges Fräulein. Ich muss wissen, mit wem du Umgang pflegst. Ja, ich schreibe ihm die Adresse von dem Grafen auf. In der Hoffnung, dass ich ihn morgen noch vor meinem und ihn vorwarne, dass er halt für die Uni gehört hat, beziehungsweise ich ihm geholfen habe und hoffe, das geht durch. Er nimmt diesen Zettel. Dann gute Nacht. Und blickt auffordernd zu deiner Schlafzimmertür. Ja, steht dann langsam behutsam auf, während du zu deiner Türe gehst und schnappt sich seinen Mantel
und verlässt das Haus. Und an der Stelle machen wir Schluss. Juhu. Ja. Ah, schön. Möchtest War du jetzt wirklich... mal Musik einspielen? Ah, ich kann auch mal wieder Musik einspielen, ja. Ja! Nice. Somit verabschieden sich zum einen die Chaoshexe. Tschüss. Der Rian. Gute Nacht. Der Astradamus. Der gemutet ist. Immer noch gemutet ist. Gut. Wir sehen das mal so. Unseren hervorragenden Spielleiter Schinder Hannes. Und natürlich seine Regeladaption. Dirty Little Dice. Wow. Ja. Bis dahin. Wir suchen jetzt noch einen Termin, ne? Genau. On, off? Mir egal. Machen wir offline. Alles klar. Gut.